So, herzlich willkommen zu MMCD. Wir haben Margau. Margau erzählt heute was über wartungsarme Bastelinfrastruktur. Ich vermute, ihr sitzt alle hier, weil bei euch zu Hause die Infrastruktur ausschließlich hochprofessionell, total organisiert und komplett dokumentiert ist. Bei wem ist das so? Okay, du lügst. Du auch? Ansonsten würde ich das gerne sehen. Margot hat 2019 schon mal hier was erzählt. Ich habe mir sagen lassen, einmal zu was ich bitte nicht erwähnen soll und was über Satellitennetze. Und wird uns heute was darüber erzählen, wie es denn geklappt hat in diesem Konflikt zwischen ich mache den Kram für mich privat, ich habe meine eigenen hohen Ansprüche und ich habe nie Zeit dafür. Insofern. Genau, vielen Dank. Ich fange erstmal kurz an. Jetzt ist die Erwartung schon hoch, oh je. Ich fange erstmal kurz an, was über mich zu erzählen. Ich bin Margau, 25 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Irgendwie schon immer so ein bisschen an Technik interessiert. Von daher ist das heute auch so ein Blick für mich in die letzten 10, 15 Jahre. Ansonsten tue ich Dinge mit Gulasch-Veranstaltungen, Netzwerk, Infrastruktur, Zügen, ja, und alles, was sonst noch dazu gehört. Genau, warum bin ich hier? Vor einiger Zeit, ich glaube, das war auf einer DNOG, also der German Network Operators Group Konferenz, wurde gesagt, tue Gutes und redet darüber, tragt euer Wissen in die Welt. Hochschulen und Co. und vielleicht auch die ein oder andere Chaosveranstaltung freuen sich häufig, wenn man das macht und von seiner Erfahrung berichtet, gerade auch von seiner Praxiserfahrung berichtet. Von daher möchte ich euch auch motivieren, wenn ihr was Interessantes zu erzählen habt, tut das. Geht in Konferenzen, geht in Chaosveranstaltungen, im Zweifel auch Hochschulen, die freuen sich über Vorlesungen etc. Und erzählt das, was ihr an Erfahrung habt. Genau, wie erreicht ihr mich? Ich bin im Fediverse auf Chaos Social zu finden und vieles von dem, was ich heute erzähle, ist auch auf so einem kleinen Blog dokumentiert. Im Prinzip, wenn ich eine Lösung auf Google nicht gefunden habe und dann Zeit hatte, habe ich mir gedacht, ich schreibe es mal auf und vielleicht hilft es ja irgendwann irgendwem. Sicherheitshinweise. Wir sind hier in einem recht feuchten Gebiet. Wir habt schon gehört, es geht um IT-Infrastruktur, also Server und ähnliches und um Netzwerke. Es ist schwierig, tragt bitte Katzenohren, besorgt euch welche bei C3CAT, wenn ihr keine habt. Wir wollen hier, dass keine Unfälle mit der tollen Infrastruktur passieren. Ja, wie fing alles an bei mir? Beziehungsweise bevor ich von mir erzähle, würde mich erstmal interessieren, wie ist das denn bei euch? Wer von euch betreibt privat, ich sag mal, irgendeine Art von Infrastruktur? Vom Raspberry zu Hause bis hin zum weltumspannenden Kubernetes-Cluster. Ja, okay, sind doch schon einige. Wer würde sagen, dass die private Infrastruktur relativ professionell ist? Die Frage hatten wir eben schon kurz so ähnlich. Ja, doch einige, dann können wir eigentlich tauschen, wenn ich keine Lust mehr habe. Wer von euch bereut es, dass er Infrastruktur betreibt? Da muss ich mich dazuzählen, weil ich stehe leider ab und zu vor dem Problem, wo ich mir denke, so früher hatte ich Zeit, jetzt habe ich keine Zeit mehr, würde eigentlich gerne jemand andere mit diesem Problem betrauen und dann findest du niemanden, der die Infrastruktur mehr auf dem Niveau oder in der Art, wie du es eigentlich gerne hättest, betreibt. Genau, aber wie ist das bei mir losgegangen? Ich war so, glaube ich, 13 Jahre alt, ich brauche mal so einen V-Server. Irgendwie hatte ich damals gelesen, dass das toll ist, dass man so einen Server braucht. Und damals gab es bei NetCap so ein Image mit einem vorinstallierten Froxlore. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das ist so ein Web-UI, die einem alles managt. Irgendwie für verschiedene Nutzer die E-Mails und die Webfolder und den FTP-Server. Und ich glaube, das war's. Hab damit also angefangen. Ich habe nicht lange gebraucht, bis da dann plötzlich Vereinsinfrastruktur, damals über die Eltern aus dem lokalen Dorf irgendwie drauf lief und ich mit verantwortlich war. Ich glaube, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man sich mit dem Thema auskennt und dann mal eben, ach, ich hoste dich noch auf meinem Mailserver mit. Das geht relativ schnell. Irgendwann war es dann wichtig. Ich hatte Handgeklöppeltes und dachte mir so, dieser eine Mailserver da bei NetCap, das ist irgendwie jetzt nicht so richtig toll, was ist, wenn das mal ausfällt, etc. Und habe dann irgendwie angefangen, zu Schulzeiten damals redundante Mailserver hochzuziehen.
und redundante DNS-Server und Web-Server und dann kam irgendwie alles mit dazu. Und irgendwann dachte ich mir, die Datenbank, die hinter dem allen steht, damals ein schönes MySQL, das könnte man doch auch redundant bauen, habe MySQL-Cluster gegoogelt und leider nicht weit genug gelesen. Ein MySQL-Galera-Cluster über viele Sites, also viele verschiedene Länder, verbunden mit so einem Tink Layer 2 VPN, ist eine ganz schlechte Idee. Das wusste ich damals noch nicht, jetzt weiß ich's. Und wie gesagt, zu Schulzeiten, ich glaube, ich hatte gerade Bewerbung über diesen E-Mail-Server, der an diesem Cluster hing versendet und wachte morgens auf, wollte um 6.30 Uhr zur Schule und habe dann festgestellt, irgendwie der Login klappt nicht mehr. Es klappt eigentlich gar nichts mehr. Und wenn man mit dem Schulbus sitzt, ein Smartphone und sonst nichts dabei hat und durch SSH als App, so ein SQL-Cluster wieder zusammenzuhäkeln, das ist eine sehr spannende Erfahrung. Nochmal machen wollen würde ich das nicht. Und von da an habe ich mir so ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, was brauche ich an Monitoring? Ist das, was ich hier baue, eigentlich robust? Taugt das letztendlich. Mittlerweile mache ich mir auch Gedanken, ob es vielleicht zu viel ist und ich weniger selbst betreiben müsste, aber damals hatte ich noch Zeit, da war ich Schüler. Um mal einen Blick zu geben, wie diese Evolution bei mir aussah, und das ist natürlich auch eine Lernkurve, es ging mit diesem eben genannten Froxlo los. Irgendwann habe ich dann eine große VM bei NetCup gehabt und da alles mit apt-install und in den Config-Files per Hand und so weiter reingefriemelt. Da war dann noch der MySQL-Server daneben, die Nextcloud und im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann. Dann ging das mit der Redundanz langsam los. Ich habe es genauso gemacht, nur mal drei. Irgendwann habe ich mir dann dieses Proxmox doch mal angeschaut und dachte mir so, alles auf einem großen Kiste auf einer großen VM ist jetzt nicht so richtig geil. Wenn ich da mal was rüber migrieren will, brauche ich irgendwie 3 Monate und ich glaube, damals habe ich 6 Monate gebraucht, um die erste große VM leer zu kriegen und habe dann angefangen, mit LXC-Containern das irgendwie einigermaßen zu trennen. Irgendwann stand dann da 40 Hosts, hast du alle LXC-Container mitgerechnet, und das war der Moment, wo ich dann angefangen habe mit Config-Management, Solstack, das gibt's auch immer noch. Je nachdem, in welchen State ich bei mir reinschaue, sehe ich auch, ob der aus 2019 ist oder aus 2023. Aber damit war es dann plötzlich einfach so, die Dinge, die einem wichtig waren, so hinzubekommen, dass die auf allen 40 Kisten mehr oder weniger gleich waren. Irgendwann dachte ich mir dann so, dieses IPv6 ist doch praktisch, cool, und ich wollte mal mehr Netzwerk basteln. Hab mein ganzes Backbone quasi auf IPv6 only umgebaut. Dazu gibt es einen RC3-Talk, von daher werde ich da im Detail nicht drauf eingehen. Nur so viel, es ist spannend, wie viel man findet, wenn man IPv6 only macht, wo das niemand mitgedacht hat. Ich glaube, vor 2 Wochen habe ich das letzte Mal irgendeine Software umkonfigurieren müssen, weil sie irgendwie kein Dual-Stack konnte, aber mit V6 only im DNS happy war. Also ja, macht es, wenn ihr Zeit habt und wenn ihr Bock drauf habt, aber das ist nicht der schnelle, einfache Weg. Genau, und dann mit der Zeit, so, ich hatte immer weniger Zeit, ist dann natürlich besseres Config-Management entstanden. Es gab plötzlich eine Netbox, wo es ein Inventory gab. Das Config-Management wurde aus der Netbox gespeist. Ich musste nicht mehr 3 Millionen YAML-Files per Hand zusammenklicken. Genau, und so der aktuelle Status, ich habe Proxmox, ich komme aber wieder davon weg, alles selbst zu virtualisieren. Klick mir irgendwie mal eine VM, wenn ich eine brauche. Habe irgendwie S3-Storage, dass ich die ganzen, wo speichere ich eigentlich meine Datenthemen, wegabstrahiert bekomme, und habe ein tolles Kubernetes, da kommen wir später noch kurz zu. Genau. Was betreibe ich da eigentlich? Ein redundanter Mail-Server, Dovecot, Postfix, SQL. Es gibt vom, ich glaube, Thomas Leister heißt die Person hinter dem Blog, da echt gute Anleitungen. Und die habe ich quasi seit Anfang an, also seit es das Froxlo nicht mehr gibt eigentlich, umgesetzt. Und dann halt immer mehr quasi selbst reingebastelt. Eine Nextcloud gibt es, einen Hedgehog, über den zum Beispiel diese Präsentation gerade läuft. Das ist der Grund, dass ich auch noch ein PDF-Backup auf der Platte liegen habe. Bisschen VPN, bisschen Webserver mit S3 hinten dran, genau. Was ist die Philosophie, die ich euch eigentlich mitgeben will, die sich bei mir so über die Jahre entwickelt hat?
Erster Aspekt, operativ. Man kann sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, einfach Systeme abzudaten. Und mein Ziel ist eigentlich, dass ich alles, was wirklich läuft, was fehlerfrei läuft, eigentlich gar nicht anfassen muss. Ich kann eine Kiste hinstellen, mein Config-Management drüber ausrollen und bin mir dann relativ sicher, dass ich da nicht irgendwelche lustigen Security-Issues etc., uralte Software drauf habe oder irgendwie einen Kernel von vor 20 Jahren da läuft, weil ich vergessen habe zu rebooten. Das ist das Ziel. Monitoring, ruhig schlafen. Erinnert euch an die Geschichte eben von meiner Busfahrt zur Schule, als ich es zufällig mitbekommen habe. Mein Anspruch mittlerweile ist eigentlich, ich will proaktiv mitbekommen, wenn wirklich was schlimmer kaputt ist. Das ist auch nicht ganz einfach. Komme ich auch gleich nochmal zu. Aber eigentlich will ich wissen, wenn mein Smartphone mir keine Meldung vom Monitoring meldet, ist alles in Ordnung. Und ich muss nicht irgendwie per Hand auf Verdacht mal gucken, ob diese eine wichtige Webseite noch geht. Erweiterung. Wenn ich eine neue VM hinzufügen will, das Ganze soll einfach gehen. Ich will die in der Netbox anlegen, das Config-Management ausrollen und das war's. Und ich will mich nicht dann erstmal 2 Stunden mit irgendeiner Debian-Basisinstallation und Monitoring-Basisinstallation etc. beschäftigen. Genau. Und Umbauten ist natürlich auch ein Thema. Ich habe es eben schon mit diesen großen VMs angesprochen. Ich will eine lose Kopplung zwischen Anwendung und Host haben, also am liebsten gar keine. Ich will einen Host austauschen können, ohne dass ich irgendwie eine Anwendung komplett durch die Gegend migrieren, neu installieren muss etc. Das ist natürlich je nach Anwendung mal einfacher, mal schwieriger. Mein Matrix-Server traue ich mich zum Beispiel eigentlich nicht anzufassen, aber der lebt immerhin in einem LXC-Container. Wenn es jetzt irgendwie um S3-Storage geht, ist das alles kein Thema. Genau, erster Aspekt, damit das Ganze auch klappt, ein bisschen Config-Management. Schnelles Intro, ich gehe mal davon aus, viele von euch kennen sowas, SoilStack zum Beispiel oder Ansible wäre auch eine Option. Beschreibt im Prinzip den Soll-Zustand, meistens in YAML. Das Beispiel, was ich da habe, ist ein, ja, ich habe einmal, erstelle mir einen Systemd-Timer und den passenden Service jeweils als File dazu. Was geht's noch weiter nach unten? Ja, ich kann scrollen, genau. Und dann stelle ich sicher, dass der Timer gestartet ist und auch enabled ist, also nach dem Reboot wiederkommt und habe noch ein bisschen Abhängigkeiten. So ist eigentlich fast alles meiner Infrastruktur beschrieben und mein Ziel ist, oder mein Anspruch an mich selbst ist auch, keine Files mehr per Hand zu editieren. Wie sehr das in der privaten Infrastruktur klappt, ist ein anderes Thema, aber alles, was ich mehr als einmal brauche, ist eigentlich da drin. Ja, Monitoring. Irgendwie will ich wissen, wie es meinem System geht. Irgendwann dachte ich mir, Isinga wäre ein total super Tool dafür, habe das irgendwie 2 Jahre betrieben, habe nie richtig verstanden, wie es eigentlich funktioniert und bin auf Prometheus umgestiegen. Das war so 2020. Man erinnert sich, da gab es so ab dem Frühjahr gewisse Vorkommnisse. Ich war im Studium und ich hatte relativ viel Zeit, mit Infrastruktur zu experimentieren. Dieses Prometheus macht Monitoring und macht auch Alerting, hat diverseste Exporter und Endpunkte. Exporter sind im Prometheus-Ökosystem Anwendungen, die für bestimmte Use Cases Daten zur Verfügung stellen. Mittlerweile habe ich auch den einen oder anderen Exporter selbst gebastelt, weil es da halt einfach noch nichts gab. Das Prometheus ist mittlerweile so modern, dass ich keine Liste mehr pflegen muss, was es alles monitoren soll, sondern aus der Netbox, also aus meinem Inventory, eine Liste bekommt über eine API und automatisch aktualisiert und dann halt weiß, was schaue ich mir alles an. Das Ganze wird mit Thanos noch so ein bisschen geclustert, führt jetzt aber zu weit. Genau so kann sowas zum Beispiel aussehen. Also man sieht, ich habe irgendwie für diverse Hardware die Möglichkeit, die mit SNMP zu monitoren und ein Teil davon ist auch gerade nicht so happy. So sieht dann mein Alert Manager aus. Man sieht schon, da sind doch ein paar Alerts, mehr als wir eigentlich lieb wären, was nämlich echt ein großes Problem ist. Wenn man alles alertet, dann ist dieser Alert Manager voll und man interessiert sich eigentlich nicht mehr, wenn irgendein Alert neu dazukommt. Also früher, als ich es am Anfang in Ordnung hatte, wenn da so ein Probe-Failed-Nachricht auf mein Smartphone kam, bin ich echt hochgeschreckt, was ist denn jetzt kaputt? Und mittlerweile ist es so, ach so, ja, keine Zeit, ich weiß, es ist kaputt, aber irgendwie gerade das jetzt silenzen, sollte man eigentlich tun, aber das ist echt ein Problem. Also, wenn man zu viel alarmiert, interessiert es einen einfach gar nicht mehr. Genau.
eigentlich sollte alles, was da jetzt da ist, actionable sein. Das heißt, ich silence es eher, weil es doch der Sollzustand ist. Eigentlich müsste ich dann den Alarm anpassen. Oder ja, ich repariere es halt. Wie zum Beispiel dieses Borgmatic. Kommen wir auch gleich noch zu, was das ist. Das könnte ich mal neu starten und gucken, wo dran es klemmt oder ob es beim nächsten Run erfolgreich läuft. Eigentlich sollte auch der nächste One von selbst passieren und nur, wenn es langfristig kaputt ist, ja, wirklich alarmieren. Hier sieht man ein Beispiel, wie man das machen kann. Ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen. Ich habe hier mein Probe Success auf meine Webseite. Also kriege ich eine HTTP-Antwort von der Webseite. Und ich alarmiere das nicht direkt, wenn es einmal auf Null ist, sondern ich mache ein Average over Time, jetzt in dem Fall 10 Minuten. Das heißt, wenn es einmal kurz wackelt, interessiert es mich nicht. Aber wenn es so 10 Minuten lang, ich sag mal unter 80% im Schnitt, nicht online war, dann will ich einen Alarm haben, weil ich dann davon ausgehe, dass doch irgendwie etwas mehr kaputt ist. Was Prometheus kann, was sehr cool ist, ist das sogenannte Text-File-Pattern. Das heißt, auf jeder Maschine gibt es einen Node-Exporter, der quasi eh alle Daten liefert. Und ich kann noch Text-Files dazulegen, die eigene Daten aus eigenen Skripten liefern. Das benutze ich relativ umfangreich, gerade auch um so Zeugs wie irgendwelche Auto-Updates hier, das ist hier das Beispiel, zu monitoren. Wie genau ich das mache, komme ich auch gleich im Detail zu. Service Monitoring ist auch noch, ich sag mal, recht interessant, einfach welche System-D-Units sind gefailed. Zusammen, also das lernt man irgendwann, Units, die gerne failen und wo Restart das fixt, die zwei Zeilen einfügen, natürlich verstehen, was sie machen im Idealfall und sie angepasst einfügen, damit der Dienst automatisch restartet und man nicht per Hand quasi diesen repetitiven Task einmal restarten, dann ist es wieder in Ordnung. Macht. Ruhig schlafen funktioniert jetzt im Regelfall. Gibt dann natürlich auch lustige Elemente, wie du kriegst, bist irgendwo mit der Bahn in Deutschland unterwegs, kriegst eine Unwetterwarnung vom DWD für deine Heimatregion, kriegst 30 Sekunden später gefühlt deine UPS ist gerade umgesprungen auf Batteriestrom und 60 Sekunden später dein dünn DNS und die ganze gesamte Infra zu Hause ist nicht mehr erreichbar. Da macht man sich dann doch schon Sorgen, aber das war ganz normaler Stromausfall während Gewitter und lief irgendwie eine halbe Stunde später wieder. Was benutze ich als OS? Debian mit unattended upgrades und automatischen Reboots. Debian, warum? Funktioniert einfach, macht relativ wenig Arbeit. Ich habe hier ein Arch laufen auf meinem Laptop. Ich habe sicherheitshalber ein Backup in meine Nextcloud geschoben und würde euch in Zweifel, falls das gleich kaputt geht, auch bitten, mir kurz einen Laptop zu leihen. Bei Debian habe ich das Problem nicht. Nachteil ist natürlich viele moderne Themen oder moderne Libraries, aktuelle Versionen, muss ich per Hand häufig als Binary oder irgendwie ganz anders installieren oder Third-Party-Repos, wenn es die gibt. Also ich baue da noch halt viel noch mit dazu an Softwarequellen. Unattended Upgrades kennt ihr wahrscheinlich oder habt ihr schon mal von gehört. Benutze ich mittlerweile recht schmerzlos, also einfach alles, was da ist, upgrade halt nachts automatisch. Wenn es kaputt geht, werde ich schon mitkriegen. Also man sieht, ich habe einen Third-Party-Repo-Bereich, auch wenn irgendwie Docker was rausbringt, ein Update wird das einfach installiert. Update macht er natürlich auch, also gucken, was ist Neues in den Paketquellen. Kommt alles mit dem OS, ist relativ simpel. Ich habe mir noch so ein Bash-Skript dazu gebaut, Auto-Reboots, die irgendwie auch nachts um wann auch immer passieren. Es guckt, ob dieses eine File vorhanden ist. Das setzen nämlich Pakete, die geupgradet werden, die dann gerne einen Reboot hätten. Und wenn das vorhanden ist, rebootet er die Kiste einfach. Ich habe anfangs lange überlegt, ob ich es machen wollte. Es fliegt mir relativ selten um die Ohren. Im Zweifel habe ich IPMI oder ähnliches. Das einzige Problem ist tatsächlich bei verschlüsselten Root Volumes muss man dann halt am nächsten Morgen, wenn man die Nachricht kriegt, dein Home Assistant ist gerade offline und das Lichtnet angeht, im Zweifel automatisch anlocken. Das Problem habe ich noch nicht gelöst, das würde ich gerne noch lösen. Wenn da jemand eine gute Idee hat, kommt gerne nachher auf mich zu. Das Ganze wird auch mit einem System-D-Timer natürlich gestartet. Das ist der einer von fünf oder so in dem Vortrag. Irgendwie nachts um 1 Uhr plus minus 2 Stunden Random Delay und hoffen, dass es dann so wenig Leute wie möglich stört um die Zeit.
Die Updates monitore ich natürlich auch. Da gab es tatsächlich leider keine schöne fertige Lösung. Von daher ist das das erste Skript, was ich gebaut habe und was garantiert super gemaintained auf meinem GitHub rumliegt. Das schreibt den Update-Status von Debian in so in ein File in das Prometheus-Textfile-Directory. Läuft auch wieder per Systemd-Timer stündlich, also guckt, welche Pakete aus welchen Repos sind upgradable, für welche steht ein Upgrade zur Verfügung. Genau, und dann kann ich dagegen monitoren. Was es auch macht, es kann ja sein, dass aufgrund von DNS-Issues oder was auch immer dieses Update nicht funktioniert. Also ich mir von den Debian-Paketserver nicht die Liste aktueller Software ziehen kann. Auch dagegen habe ich einen Schutz, indem ich schaue, wann ist das letzte Mal passiert. Und wenn das länger als 24 Stunden her ist, schmeiße ich halt einen Alarm, so da klemmt das automatische Update, also Update auf der Kiste. Genau so sieht das Ganze dann am Ende aus. Ich kann noch monitoren, ob ein Reboot notwendig ist, habe irgendwie die ganzen Unix-Timestamps und habe, wenn ich mal runterscrolle, für jedes Repo die Liste an irgendwie installierten Paketen, gerade ausstehenden Updates und was es sonst noch alles gibt. Genau, könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr denkt, das hilft euch weiter. Ich benutze es tatsächlich nur, um den Prozess von den automatischen Upgrades nachzuvollziehen. Die anderen Metriken sind nice to have, aber brauche ich im Moment praktisch nicht. Genau, so sieht dann die Regel aus. Ich schaue wieder mir ein über die Zeit, nämlich ich glaube auch hier über die letzten 4 Stunden an. Was ist die kleinste Zahl, die in dem Wert jetzt in dem Fall für Security-related Upgrades stand. Wenn die größer 0 ist, habe ich ein Upgrade, was irgendwie aus einem Security-Repo kam, verschlafen und dann alarmiere ich. Wenn die mal auf 10 geht und eine Stunde später nach dem automatischen Upgrade wieder auf 0 geht, ist überhaupt kein Problem. Deswegen dieses Min-Overtime davor. Genau, so viel zum Thema Monitoring und Updates. Machen wir mal weiter mit Backups, auch ein sehr beliebtes Thema. Ihr kennt alle den Begriff kein Backup, kein Mitleid. Dementsprechend habe ich mir sehr genau Gedanken gemacht, wie ich Backups mache. Mittlerweile mit Borgmatic, das ist ein Frontend für Borg-Backup. Georedundant an verschiedene Ziele, das ist noch relativ neu bei mir. Vorher hatte ich ein handgeklöppeltes Borg-Skript, so von der Technologie her dasselbe, nur komplizierter zu monitoren. Wichtig ist, passt auf eure Schlüssel auf. Das ist fast wichtiger als die Backups selbst. Wenn ihr einen Backup erstellt und diese Schlüssel nicht so irgendwo weggesichert habt, dass er im Recovery-File wieder drankommt, hilft euch dieses ganze Backup nichts. Auch wenn ihr von mir aus das in irgendeinem Bankschließfach in der Schweiz noch ein Backup habt, ohne die Schlüssel hilft es nicht. Genau, Borgmatic ist im Prinzip eine große YAML-Config mit allen relevanten Infos, also wo geht das hin, welche Ziele, keine Ahnung, in die drei Home-Server bei irgendwie netten Menschen, die Backups hosten und vielleicht hier noch ein kommerzieller Anbieter etc. Was will ich backuppen? Wie lange will ich die Backups aufheben? Also ich will jetzt nicht irgendwie irgendwelche Logdateien irgendwie 5 Jahre aufheben in allen Versionen, also das automatische Prunen und Löschen. Einmal Borgmatic eintippen macht quasi alles, es erstellt das neue Backup, es guckt, ob es alte löschen kann und kümmert sich so ein bisschen um die Repo-Pflege, also komprimiert und überprüft das Backup. Wird auch wieder natürlich, wie sonst, mit einem Systemd-Timer in der Regel einmal am Tag getriggert. Schrödingers Backup, ich habe ein Backup. Zumindest solange ich es nicht angucke. Vielleicht, wenn ich es angucke, ist es kaputt. Habe ich vielleicht doch kein Backup. Ist natürlich ein Thema. Also ich vertraue meiner Infrastruktur dann doch nicht so sehr, dass ich denke, ich habe das einmal installiert, einmal ausgerollt. Das wird schon ohne Probleme funktionieren, weil wer weiß, vielleicht ist ja das DNS kaputt gegangen und das Ziel vom Backup-Repo wird nicht mehr aufgelöst. Dementsprechend habe ich so ein paar Fragen, die ich da an mein Monitoring habe. Wann lief das letzte Backup erfolgreich? Wann startete das letzte Backup? Und auch war das Prune erfolgreich? Weil so eine sehr volle Festplatte, weil irgendwie ein Repo die 4-stündlichen Backups des letzten Jahres aufgehoben hat, ist auch irgendwie uncool. Auch da ist wieder die Lösung, für mich zumindest, Prometheus Textfiles. Problem ist jetzt an der Stelle, ich kann zwar Hooks erstellen, also ich kann Skripte ausführen in einem gewissen Zeitraum des Backups. Problem ist, die,
Metriken kommt man nicht alle zusammen. Wenn ich dieses File erstelle, müsste ich für alles ein eigenes File erstellen. Und da ist auch wieder so, wie machen das andere, nichts wirklich gefunden. So ein schönes CLI-Tool raus entstanden, Promptext-CLI habe ich das genannt, was dann ermöglicht, quasi mit einem simplen Command-Line-Befehl in eine beliebige Textdatei eine aktuellere Metrik reinzumergen. Sieht dann praktisch so aus. Ich habe hier in meinem Borgmatic das ja in den ganzen Hooks drin, dass es einmal Promptext aufruft, dann in welches File, da ist natürlich ein bisschen Templating noch drin, wie die Metrik heißt, welchen Wert, also jetzt hier in dem Fall der oberen Zeile natürlich ein Unix-Timestamp und welche Labels es dann noch dazu packen soll, dass ich die Metrik zuordnen kann. Funktioniert eigentlich echt gut und jetzt kann ich auch mit Bezug auf meine Backups ruhig schlafen. Genau, das ist so das, was ich euch empfehlen würde. Jetzt kommen wir zum Thema Kubernetes. Irgendwann dachte ich mir, ich probiere mal das mit diesem Kubernetes aus, da reden alle von, das ist bestimmt voll cool. Mein Fazit ist, Kubernetes löst Probleme, von denen man nicht wusste, dass man sie hatte. Ist auch nicht ganz unpraktisch, also sowas wie irgendwie automatische Image-Backups, Updates, irgendwie das Ganze relativ deskriptiv lösen ohne eigenes Config-Management ist schon praktisch, aber es ist echt schwer, das stabil zu betreiben. Also ich würde behaupten, mein Kubernetes ist aktuell noch nicht so richtig stabil und ich weiß nicht, ob es jemals werden wird. Genau, was habe ich gebaut? Ich habe im Prinzip Multisite, also irgendwie Hetzner Falkenstein, Hetzner Nürnberg bzw. NetCap und NetCap Wien. Ist es, glaube ich, aktuell. Dazwischen routet IPv6 only mit Cilium und BGP. Ich hatte den Eindruck, ich bin die erste Person, die das baut. Also IPv6 only Routen vom Kubernetes per BGP an sein Netzwerk-Backbone zu announcen. Gibt da auch so ein paar lustige Issues bei Cilium auf GitHub. Genau. Ganz schwieriges Thema Storage. Es gibt wunderbare Projekte, so OpenEBS oder Longhorn, die einem sagen, sie lösen das alles für einen, also die Daten redundant speichern. Installierst du, geht erstmal nichts. Suchst Ewigkeiten, guckst in den Code. Ja, die können eine IP-Adresse nur in 32-Bit speichern. IPv6 wurde nicht mitgedacht. Und seitdem will ich mir das Thema Storage auf Kubernetes auch eigentlich mal wieder nicht mehr anschauen. Genau, so eine Liste, man müsste mal, habe ich natürlich auch noch, so ein ganz kleiner Ausschnitt heraus, dieses Auto-Unlock nach Auto-Reboots, was ich eben erwähnt habe, aber halt in sicher. Applikations-Updates ohne Kubernetes, also was mache ich, wenn ich mein Hedgehog-Binary quasi updaten will und das Ganze automatisch, oder benutze ich doch Container? Besseres Alarming und Silencing in Prometheus natürlich, habe ich eben auch schon erwähnt. Ein modernerer, georedundanter Mail-Server, weil im Moment, das fühlt sich alles mit Dovecot-Sync und MySQL-Sync irgendwie etwas altbacken an und jetzt auch nicht so richtig cool. Gruppen erstellen, welcher Task passiert nachts wann, damit nicht alle beiden redundanten Gruppen gleichzeitig rebooten. Genau, das war's. Also hier für jetzt. Ganz viel mehr gibt's natürlich auch noch. Genau, Zusammenfassung, die berühmte Frage, die ihr vielleicht aus dem Deutschunterricht kennt, was will euch der Autor damit sagen? Es gibt durchaus Mittel und Wege, mit wenig Zeit Infrastruktur gut zu betreiben. Wenn ihr noch keine Infrastruktur habt und keine Zeit habt, überlegt euch wirklich, ob ihr es machen wollt. Aber man kann natürlich auch sehr viel damit lernen. Das war's von mir. Vielen Dank. Genau, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben für Fragen. Ja. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Gibt es noch Fragen? Dann fange ich hier vorne mal einmal grob an. Versucht euch möglichst kurz zu halten, die Zeit ist knapp. Danke. Monitorst du irgendwie, dass dein Monitoring auch noch funktioniert? Also ja, ich habe Thanos und das sind eigentlich irgendwie 5 oder 6 verschiedene Prometheus-Instanzen, die sich alle gegenseitig monitoren. Und auch dieser Alert-Manager, der Alarme versendet, steht in 3 verschiedenen Availability-Zones, wenn man so will. Also Falkenstein, Wien, Frankfurt, glaube ich. Wenn du dir jetzt nochmal ein Lastenheft bauen würdest und überlegen würdest, so auf dem weißen Papier, wie würdest du es nochmal machen? Würdest du es nochmal so machen oder würdest du lieber das Lastenheft editieren? Also ich würde es tatsächlich relativ ähnlich machen. Ich würde versuchen, mich nicht mehr selbst um Virtualisierung und LXC und so ein Kram kümmern zu müssen, aber sonst würde ich es nochmal sehr, sehr ähnlich machen, glaube ich.
Außer ich finde jemanden, der Kubernetes gut betreibt. Hast du dir schon mal Clevis und Tank für die Lux Encryption angeschaut? Ja, kann leider kein ZFS im Moment. Da gibt es einen Pull-Request, aber der ist noch in Arbeit. Gibt das damit durch? Hat das einen Grund, dass du dir das Reboot selber gebaut hast und das nicht einfach in Unattended Upgrades aktiviert hast? Vielleicht gab es das damals noch nicht oder es war schlecht zu finden. Also das ist auch schon so ein Teil, der irgendwie 5 Jahre alt ist. Sendest du dir E-Mails, wenn Cronjobs failen oder irgendwie sowas? Manchmal zufällig, aber ich lese sie nicht. Also ich habe eine E-Mail, die eingetragen ist. Manchmal schafft es die auch durch meinen Spam-Filter. Eigentlich will ich irgendwann mal ein Log-Monitoring für sowas bauen. Aber nee, also ich kriege es im Zweifel mit, indem dieses System die Unit failt, indem der Alarm auf angeht, weil ich versuche, keine Cronjobs, sondern Systemd-Timer zu nutzen und da immer eine Systemd-Unit dahinter steht. Gut, ich glaube, dann sind wir durch. Vielen Dank nochmal dir. Ich wusste schon, als du sagtest, dieses IPv6 sieht praktisch aus, wusste ich schon, was später kommen wird. Insofern Erwartung erfüllt. Vielen Dank. Genau, also kleine Anekdote dazu. Wenn ihr Authentic oder ich glaube auch Matrix Synapse mit einem V6-Only betreibt, gibt ihm für den Mail-Server Records nur für V6. Wenn auch ein V4-Record drin ist, findet er den nicht, wenn er keine eigene V4-Adresse hat.